Shalom Aleichem, liebe Schüler, nun machen wir weiter. Wir haben in die hebräischen Alephbet. Wir haben jetzt in dem letzten Dorf, wo es Mutsch erzählt er hier, in Arzen Titel offen und er singt aus dem Lied. Was Schäfer an Mendiker, ich verlasse noch auf dir. Gut, nachdem wir ein bisschen gesungen, lernen wir jetzt die Stichpunkte über die Synagoge. 22 Begriffe, und meine Bitte ist, dass jeder soll reden eine Minute über diesen Thema. Und oder weniger, oder das, was er weiß dazu, oder das, was kommt bei ihm rüber in seinem Herzen. Wir werden beginnen, wenn du magst, mit dir. Bakasha, Fenster. Fenster müsste immer nach Jerusalem gerichtet sein. Ja? Immer. Lass den Mensch reden. Wenn Leute mischen rein, kann ich sagen. Okay, ich helfe. Eine Synagoge muss Fenster haben. Am liebsten 12, Minimum eine. Minimum eine, so wie die Arche Noach hatte eine Fenster. Aber das kommt von das Buch Daniel. Wenn Daniel hat gebetet Richtung Jerusalem, es war eine Fenster. Es ist nicht erlaubt, eine Synagoge zu machen underground, unter die Erde. Man muss es machen dort, wo es gibt ein Fenster. Es ist interessant, heute gibt es in der Welt Luxusschiffe. Ihr wisst, was ist Luxusschiff? Ein Cruise, ein Titanic. Ja, und das ist so viel Stockwerke, und es gibt auch in Amerika religiösen Koscher, Glattkoscher Cruise, und sie machen dort Synagoge. Warst du dort? Wo war die Synagoge? Ja, meine Frage, unter dem Wasser? Nein, darf man nicht. Oh, darf man nicht, über dem Wasser. Das heißt, auch in die moderne Welt, wo man macht ein Kreuzschiff oder Cruise, nicht Kreuz. Kreuz, ja, ein technisches Cruise-Schiff in Deutschland. Ah, okay, ich habe etwas im Kopf. Okay. Sei so lieb. Also das, was wir lernen jetzt, ist sehr wichtig. Das gehört zu unserer Struktur von dem Stoff von dieses Jahr. Bitte lerne es gut, es lohnt sich. Fenster braucht man am liebsten 12, aber Minimum eine. Eins soll sein, soll man wissen, wann ist Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Bei Lechodoidi, wenn man dreht, soll man wissen, ob es noch dunkel draußen oder hell. Drei Sterne von Moshe Shabbos. Man kann nicht eine Synagoge haben und nicht wissen, was passiert draußen. Verstanden? Im Notfall oder in solchen Ländern, wo es ist gefährlich, Sakana, sagen wir, jeden beten heute in Iran oder in Russland in die Zeit von den Kommunisten oder in einem gefährlichen Ort in Afghanistan oder jeden im Irak, in Kabul. Habe ich gehört, gibt es eine Minyan? Wo haben sie gebetet? In irgendeine Keller. Das ist okay. Aber in normaler Stadt soll man beten dort, wo es gibt Fenster. Bitte schön, weiter, Bilder. Alles? Ja. Bilder. Da sollen keine Bilder sein. Sollen nur religiöse Bilder sein, wenn ich komme rein. Möchtest du helfen? Bitte schön. Es dürfen keine Bilder von Menschen sein, sondern auch nur Bilder von Tieren, von Leopard, Löwe, Hirsch und. Erzähle. Ja. Antwort: In die Synagoge keine Bilder. Kein Kunstbilder, kein Menschenbilder, kein Landschaftsbilder. Niemand soll kommen in die Synagoge, um sich zu begeistern von dem Kunst und von dem, soll man nur begeistert sein von Hashem. Sonst von niemand. Es gibt solche Plätze, wo es gibt so viel Kunst, wo der Mensch guckt die ganze Zeit rum und rum. In die Synagoge hast du nicht wo zu gucken und zu begeistern. Das ist
immer Statin. Also kein Material. Genau, kein Bilder. Es gibt Ausnahmen von Tieren, die erlaubt zu malen. In manchen Synagogen haben wir sie schon erwähnt. Ein Leopard, eine Löwe, ein Adler und ein Hirsch, eine Gazelle. Weil es steht geschrieben in die Halacha, dass sie zeigen unsere Eigenschaft. Stark wie eine Löwe, mutig wie ein Leopard, leicht wie eine Adler und schnell wie eine Gazelle. Sehr gut. Weiter. Wir sind bei dir. Jetzt bitte gut, kannst du jetzt wiederholen, was wir gesprochen haben? Also es dürfen keine Bilder von Menschen sein, weil die Leute da nicht kommen, Bilder zu beschauen, sondern nur sich von Gott. Dankeschön. Weiter. Eine Synagoge muss nicht riechen, beziehungsweise darf nicht schlecht riechen. Und Synagoge darf nicht gebaut werden in einem Ort neben einem Stall, Hühnerstall, Rindstall, Industriegebiet, dort wo man macht Fabriken, die unangenehm riechen. Okay? Geruch und in einem Ort, wo es riecht nicht gut, hör mal gut zu, es ist nicht erlaubt zu beten. Wenn ein Kind hat gemacht in die Synagoge auf dem Boden, darf man nicht beten weiter. Wenn der Geruch ist weg. Mit Geruch, es ist verboten zu beten. Also Geruch spielt in der Synagoge eine enorme Rolle, ja? Was ist, wenn es ein guter Geruch ist, ein Duft? Gesundheit, kein Problem. Ich rede jetzt Geruch, die Kischkes. Die Magen, die unangenehm objektiv. Ja? Ja, danke sehr. Bitte, obwohl, ich würde euch empfehlen, nicht zu kommen in die Synagoge mit einer Wolke von Duty Free. Weißt du, es gibt so Menschen, sie kaufen so eine... Deo. Deo ist nicht so schlimm. Parfüm. Deo ist gesund. Aber nicht machen jetzt, weil manchmal ist es unangenehm. Der Mensch glaubt, der riecht Gan Eden, aber der Mann neben ihm kann das nicht leiden, seine... Deshalb, ich glaube, wenn ein Mensch kommt und schiebt, soll er sich nur... Gibt es ein Wort dezent? Dezent. Edel, edel. Ein bisschen. Gut duschen. Wenn man macht einen guten Dusch mit einem guten Shampoo, Shabbat Shalom, das ist schon genug. Und auch Deo ist kein Schimpfwort. Also auch Deo ist in Ordnung zu machen. Aber zu viel Geruch ist nicht gut. Weiter. Verkauf. Also man sollte die Synagoge mit einem bestimmten Kaufvertrag verkaufen, wenn man sie überhaupt verkauft. Ja. Und man, aber wenn man das komplette Grundstück verkauft, glaube ich, dann darf der Besitzer, an dem man das Grundstück verkauft hat, machen kann mit dem Grundstück, was er will. Sehr gut. Also in andere Wörter, nur im Not darf die Gemeinde die Synagoge verkaufen oder wenn sie will, kleiner machen. Und soll man dort in diesem Ort, was soll man nicht machen? Welche Sachen soll man nicht machen in einem Vertrag? Sachen, die halt zum Beispiel stinken oder die halt gegen Gott sind. Sehr, sehr schön formuliert. Sachen, die unangenehm riechen und Sachen, die gegen Gott. Ja. Weiter. Weiter schön. Zerstörung. Ja. Ja, ich kann noch nicht was dazu sagen, weil man kann keine Synagoge. Wenn wir abreißen, die Synagoge, die Gemeinde will in dem Ort von der Synagoge zu bauen eine Schule. Und die Synagoge ist nicht geeignet für die Schule. Darf sie die Synagoge zerstören? Erst wenn man eine andere schon fertig gebaut hat. Chazak Baruch. Wenn die Gemeinde hat eine neue schon gebaut, erst dann, wenn man betet schon, bei die neue, darf man das alte abreißen. Und warum erst, wenn die neue ist gebaut? Weil sonst hat man nichts. Also welche Beispiele haben wir gegeben zum Leben, das davon zu lernen? Mit der Küche. Klar. Zum Beispiel beim Job, wenn man kündigen. Sehr gut, das wollte ich. Das ist eine sehr gute Erinnerung. Glaube ich, ihr werdet mir am Leben noch bedanken. Nicht von Job kündigen. Nie im Leben. Nie im Leben kündigen. Hast du eine neue? Hey, Mazel Tov, berate dich mit jemandem, ob das neue ist besser. Aber ein normaler Eid, lass dich nicht vom Arbeit kündigen. Man schließt nicht den Wasserbrunnen, vor dem, dass die neue Brunnen ist gebaut. Okay? Ich war ein Kind und es war Lag Baumer.
Und wir haben gemacht so in Israel eine große Holzlagerfeuer. Und einer von den Freunden hat gesagt, wir müssen von diesem Stück zu dem anderen Grundstück transportieren. Aber er sagt, nein, wir machen das nicht kaputt. Wenn ich mache dort eine neue, dann erlaube ich unsere abzureißen. Die haben gegangen, sie haben begonnen zu bauen. Und irgendein Nachbar hat gesagt, nein, hier macht man keine Feuer. Und ich sage, seht ihr, kann mir mindestens eine, der steht noch. Was machen andere Leute? Sie reißen. Und dann dort haben sie nichts und dann bleibt man ohne nichts. Weiter. Richtung, bitteschön. Bakasha. Weiter. Und in Jerusalem, welche Richtung? Nein, in Jerusalem Richtung Klagemauer, Richtung Tempelberg. Und in die ganze Welt, welche Richtung? Also wenn jemand will hier beten jetzt, welche Seite soll er beten? Ost. Ost. Und wie soll ich wissen, wo ist Ost? Da wo die Sonne untergeht. Dort, wo die Sonne aufgeht. Nicht so schlimm, ich gebe dir einen Tipp. Von Ost kommt das Leben. Hörst du? Vom Ost kommt das Leben. In West geht die Sonne runter. Okay, immer ein Eingang zum Synagoge ist Ost. Hier geht man rein, das ist Ost. Und wenn man dreht, Shabbat, zum Lechodoidi, Boi Beshalom, und dann sieht man, die Sonne geht runter, zu West. Verstanden? Okay. Lage, bitteschön. Also in der Stadt, also eigentlich, wo die meisten wohnen, man soll nicht lange laufen müssen. Und was noch? Und es soll nicht neben, zum Beispiel, im Stall sein, wo es stinkt oder so. Das haben wir gesagt, also aber eine gute Lage. Warum eine gute Lage? Weil normalerweise neben die Synagoge ist auch ein guter Platz zu wohnen, gute Wohnungen und es ist nah zum Schulen. Und alle Juden, wenn zwei Juden sprechen, wo wohnst du? In Berlin. Wo? In Ost. Wie weit hast du von der Synagoge? 40 Minuten. Oh. Bei jedem in die Umgangssprache Lexikon. Einer hat mich neulich gefragt, Schlomo, was denkst du, soll ich kaufen eine Wohnung in Sachsenhausen? Sag ich, wie weit ist das zum Laufen und zum Schild? Sagt er, weiß ich nicht. Habe ich gesagt, geh rein in Google Mappe. Und sie zeigen dir, wie lang gibt der Kuck? 58 Minuten. Was habe ich ihm gesagt? Er hat mir gesagt, die Adresse. Er wohnt noch nicht, er wollte eine Wohnung kaufen. Ich habe ihm gesagt, nicht zu kaufen. Und ich sage euch die Grenze, halbe Stunde, höchstens 40 Minuten. Entfernt von Schiel. Maximum. Es ist mir schwer zu glauben, dass ein Mensch ist bereit, jeden Schabbat zu machen, anderthalb Stunden zu gehen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich kann euch nur sagen, als ich war in Sydney in Australien, einmal am Rosh Hashanah musste ich laufen zu der Synagoge Stunde und 10 Minuten und beim Weg zurück hast du schon keine Kraft. Und ich habe gedacht, zwischen Schachis und Musa, ich werde schon bleiben zu München. Weil es lohnt sich nicht jetzt zu laufen und zu kommen zurück zu München. Habe ich schon geblieben in der Schule, habe ich gegessen in Kiddush und habe ich mich auf eine Bank draußen gelegt und geruht bis der nächste Gebet. Also Aid braucht eine Lage zu kaufen eine Wohnung, nah zum Schul, nah zum Synagoge. Das ist eine sehr wichtige Sache. Es gab eine Familie in Frankfurt, sie haben gewohnt in Höchst. Oh. Höchst! Weit! Ja. Weiter. Jetzt gehen wir weiter. Was passiert, wenn ein Nicht-Jude will zum Synagoge spenden? Ein guter Mensch, er hat lieb die Jiden, gibt es auch solche. Und er sagt, ich will was Gutes tun, er will geben Zdakah, Spende an die Synagoge. Soll man das annehmen oder nicht annehmen? Ja, annehmen. Annehmen. Genauso wie ein... Was? Soll man das annehmen und soll man sich bedanken und soll er gesund sein? Ja, weiter. Du bist dran jetzt. So was spenden?
Nein, zu nächsten. Hund. Also ein Hund, also den generell man nachher als Tier mit dieser Gruppe nennt. Soll ich sagen, warum? Ja. Ich glaube, weil es ist ein heiliger Ort, da dürfen generell keine Tiere sein. Und vielleicht geht dann auch die Aufmerksamkeit von Gott weg, wenn man jetzt an seinen Hund denkt. Und der Hund passt nicht, das unreine Tier. Genau. Aber es gibt eine Ausnahme, und hör mal zu, nur in die jüdische Religion. Blinde Hund. Was A? Nicht bei den Mohammedanern, nicht bei den Christianern, nicht bei den Buddhisten, nicht bei den Babisten, nicht bei Baptisten. Alle Religionen in der Welt erlauben. Was lachst du? Was ist so zum Lachen? Ich will auch lachen, erzähl mir. Zadig. Gut, also im Judentum, es ist erlaubt, ein blinder Hund, nicht ein blinder Hund, hast du mir schon zum Blitzen gemacht. Ein blinder Hund. Ein blinder Hund? Ja. Aber der Hund ist nicht blind. Nein, Blindhund, sagt man aber. Blind Hund? Blinden Hund. Blinden Hund, hab ich gut gesagt. Okay, ein blinder Hund ist erlaubt. Wenn ihr geht nach Israel auf die Kotel am Arabi zum Klagemauer, wenn man geht zu der Klagemauer, steht schon auch dort geschrieben, keine Tiere, aber wenn einer braucht einen Begleitunghund, lassen Sie ihn benennen Begleitunghund. Begleitunghund ist erlaubt, weil aus zwei Gründen. Eins, diese Hunde sind sehr, sehr diszipliniert und erzogen. Sie stören nicht beim Schiur. Sie sitzen ganz ruhig. Zweitens, der Blinde kann nicht ohne, das ist seine Augen. Und man kann nicht sagen, na Mensch, lass die Augen draußen. Er ist ein guter Freund, er ist ein treuer Hund. Diese Hunde sind teuer und die sind gut. Einmal bin ich geflogen mit einem Israeli, habe ich ihn gefragt, wohin fährst du? Sagt er, ich fahre nach Peru. Sag ich, Peru, Lima, Stadt heißt Lima. Sag ich, was machst du in Lima? Sagt er, in Lima gibt es die beste Schule, blinde Hunde zu trainieren. Und er fährt dort ein paar Monate, um zu lernen, wie macht man das. Und er bringt ein paar Hunde nach Israel. Ja? Aber er ist nicht blind, oder? Nein, er ist ein Trainer. Er ist ein Hundetrainer, ein Coacher. Ah. Also Hundetrainer ist am größten. Weißt du, dass es war ein jüdischer Prophet, der war Tiertrainer? Der Prophet Amos. Prophet Amos war ein Tiertrainer. Okay, weiter. Wilde Ochsen, ungezähmte Pferden und Tiere, Hunde. Also wenn jemand hat einen wilden Ochs oder einen wilden Pferd, der will nicht laufen oder will nicht machen seine... Was war, seid ihr so lustig heute? Erzähl mir. Teil mir, wer mehr? Vielleicht kann ich auch lachen. Ist alles okay? Alles gut. Weiter, du bist dran. Ich habe noch gesagt mit Spende. Okay. Also ich kann noch sagen, ich Gewehr. Gewehr. Vielleicht als Sicherheit bei den Sicherheitsleuten, aber sonst nicht. Was passiert, wenn jemand hat eine, in Israel hat er eine Rove, ein Soldat, darf er mit seinem Gewehr reinkommen in die Synagoge? Klar. Ich hoffe, ich muss was? Man muss, er darf das nicht eine Minute alleine lassen. Auf der Hochzeit ist eine Frau eingeladen worden, war ein Kleid angezogen und hat ihr Maschinengewehr mitgenommen, weil sie das letzte Mal war. Man darf es nicht einfach so lassen. Ja. Muss man weiß. Du kannst ja ein Gewehr nicht in der Garderobe umliegen. Genau, also man darf das mitnehmen. Zu Hause darf man sich einsperren. Ja, einsperren. Das ist dem Gewehr, der jeden. Ich glaube, nicht erfahren, darf es auch nicht. Moment, ich sag euch, wie es geht. Jeden Soldat hat zu Hause einen sicheren Schrank, wo er kann locken die Gewehr und er kann locken die Bullen, die... Die Kanonen. Nein, wie heißt das? Kadurin? Die Kugeln. Und jeder Soldat, wenn er kommt nach Hause, es gibt einen Ort, wo er versteckt die Kugel und einen Ort, wo er versteckt den Gewehr. Und er muss das sicher machen. Manche lassen es, gibt es in jedem Polizeistation in Israel ein Safe. Wenn du kommst von der Armee nach Hause und du hast Kinder zum Beispiel, das sage ich als eigene Erfahrung, man kommt zur Polizei, gibt man dem Gewehr bis Wochenende und du holst das dann. Die haben so eine Metallkiste mit einer Nummer, so wie Garderobe für Gewehr.
Aber wenn einer ist mit in die Synagoge, er darf reinkommen und er darf das bei sich behalten, weil es ist eine Sakana. Weiter. Also ich würde sagen, Musik im Moment hinein, weil es soll nicht von den Gebeten ablenken und von den Gebeten zu Gott. Ich sehe drei Bemerkungen schon. Beginn. Also erstmal gibt es hier in dieser Synagoge schon mal ein Organ. Ein Organ. Organ ist auf jeden Fall nicht Organ. Achso, jetzt okay. Normalerweise am Wochentag darf man Musikinstrumente in die Synagoge spielen. Es ist erlaubt. Nicht am Schabbat. Am Schabbat ist nicht erlaubt, Musik zu spielen. Aber während der Woche, es ist erlaubt, Musikinstrumente zu spielen, auch in die Synagoge, ja? Feiertag, also ich glaube, Shofar zählt ja auch zu Musikinstrumenten. Nein, Shofar ist ein religiöses Instrument und wenn Shofar, wenn es fällt am Shabbat, bläst man auch keine Shofar. Okay. Ja. Also ich finde, dass Musikinstrumente auch auf Dinge, die Gebete schöner machen. Ja, aber nicht am Shabbat. Ja. Am Wochentag geht. Okay, Musikinstrumente geht, aber nicht am Shabbat. Weiter, du bist dran. Kasha, Tempo, Tempo, ich will die Sache beenden. Ja? Gib mir. Alkohol. Also das erste, was mir jetzt einfällt, ist der Kiddush. Beim Kiddush trinkt man Wein, oft auch Wodka hier, aber koscher bitte. Erstens ist es koscher sein und zweitens, man sollte sich übertreiben. Man sollte in der Synagoge nicht betrunken sein, denke ich. Ich glaube, der hat sehr schön formuliert. Ihr wollt hören einen guten Gedanke von mir? Wollt ihr was von mir hören, einen Gedanke? Ja. Auf Deutsch gibt das Ja und Nein. Wie sagt man, wenn etwas ist Ja und Nein zusammen? Ja. 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 Wie sagt man in Hebräisch Wein? Ja. 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 Also ich habe gedacht, warum heißt das Ja? Weil es ist erlaubt und nicht erlaubt. Ja und Nein. Das ist meine Kommentar. Warum heißt das Ja? Hört sich gut, oder? Darf man in die Synagoge trinken Alkohol? Ja. Jein. Also die eigene Entscheidung. Jein. Nein. 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 Ja, aber warte doch auch. Es ist erlaubt, aber nicht übertreiben. Erlaubt und nicht übertreiben heißt Ja und Nein. Ja und Nein heißt Ja. Ja und Nein. Nein. Ja, das ist doch die dritte. Wein. Okay. Aber nein, aber nein. Leute, wir müssen die Sache beenden. Ihr seid schon gut drauf. Ja, ja. Ja, Chuppa ist bei einer Hochzeit. Dieses weiße, kann ich mir das nennen, aber da steht eben unter und wird mir da zum Altar geführt. Genau. Und darf man in dieser Synagoge Chuppa machen? Ja. Klar. Eine große Chevre, noch 5 Minuten, bitte. Chuppa ist erlaubt in die Synagoge zu machen, ist sogar eine Mitzwe. Manche machen das draußen unter dem Himmel, aber es ist eine große Mitzwe zu machen in die Synagoge. Weiter, Uhr. Also ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, dass es halt, also Kuchen hängen soll. Letzte Aussage zu Passagieren aus Frankfurt. Unser Zug hat noch ein bisschen Zeit zu Gesprächen. Lass uns den Schiur zu beenden in alle Ruhe. Eine Uhr draußen in die Synagoge ist nicht erlaubt. Eine jüdische Synagoge darf nicht draußen eine Uhr haben. Weil man darf von einer Synagoge nicht genießen. Also kein Vorteil für die Synagoge. Ich sage, was sind die jüdischen Regeln? Eine Uhr darf sein nur in die Synagoge und es ist nicht erlaubt, eine Uhr draußen von der Synagoge. Das heißt, wenn die Leute in die Synagoge sind, sie dürfen sehen, wie spät ist das? Aber die Synagoge ist nicht ein Instrument, wo die ganze Welt sagt, ah, wir gucken auf die Synagoge und wie viel Uhr ist das? Ja. Es ist nicht, es gibt noch ein paar Gründen, aber es ist nicht hier der Ort zu argumentieren, aber eine Uhr geht nicht in eine Synagoge draußen. Habt ihr schon gesehen, eine Synagoge mit einer Uhr draußen? Nein. Nie im Leben, verboten. Und, aber drinnen, es ist erlaubt. Manche Synagogen erlauben auch keine Uhr drinnen. Warum? Weil die Menschen werden unruhig sein, wenn etwas ist zu lang oder zu langsam. Weiter. Machst du so? Ja. Ah, okay, schon. Harin? Nein.
nicht in der Synagoge. Haare schneiden ist nicht erlaubt in die Synagoge. Gott behüte, Gott bewahre. Noch ein Kind von 3 Jahren, wo man schneidet seine Haare, es ist erlaubt. Sitzordnung, Männer und Frauen sind getrennt. Was noch? Keine Haare, einen festen Platz. Sehr gut. Weiter, Zigaretten. Also Männer und Frauen. Zigaretten ist nicht erlaubt, in die Synagoge zu rauchen. Streng verboten. Weiter? Schnupftabak ist erlaubt und sogar ein alter jüdischer Brauch. Das eine geht in die Synagoge und er gibt die Leute ein bisschen Schnupftabak. Das ist ein alter Brauch, der hat begonnen in Osteuropa. Und es wurde verbreitet in die ganze Welt. Deshalb schnupft Tabak, ein bisschen so zu schmecken, Tabak dem anderen. Es ist erlaubt und es ist eine interessante Sache. Was ist Sitzordnung? Sitzordnung, Männer und Frauen sitzen separat. Tfilin? Wann legt man Tfilin und wann nicht? Also an Schabbat legt man nicht und unter der Woche nicht. Und wann legt man noch nicht? Also nicht ganz mehr, an Jungs zum Beispiel. An alle Feiertage? Ja. Weiter, Theater darf man machen in die Synagoge? Nein. Nein. Zeitung lesen darf man in die Synagoge? Nein. Nein, nein, nein. Auch nicht jüdischen, auch nicht drin. Keine Zeitung darf man nicht lesen in die Synagoge. Aber es gibt doch auch immer diese eine Seite. Soll ich dir was sagen? Ich habe schon keine Zeitung. Ich bin nicht begeistert. Von das hier? Ich bin nicht begeistert, dass Leute in die Synagoge, anstatt zu beten, blättern in verschiedene Papiere. Ich finde es shaming, Schande, respektlos. Er hat so schön gesagt früher, wenn man isst, beim Essen, stell dir vor, deine Familie sitzt beim Essen am Tisch und jeder hat irgendeine Papiere in der Hand. Papier von der Gemeinde, Papier von der... Was auch immer. Warum legen die Zettel da rein? Fragst du mich? Nein, ja. Ich verteile nicht in meine Synagoge Papiere. Vielleicht, ich will ein gutes... Du bist ein Jurist. Ich will verteidigen diejenigen, die das verteilen. Vielleicht ist es besser, als zu reden. Wenn ein Mensch sitzt am Ort, am liebsten ist zu beten. Will ich beten? So soll er lesen über den Wochenabschnitt, noch besser, statt zu reden. Vielleicht, weil Menschen hier manchmal zu viel quatschen, dann geben sie irgendein Papier, das nennt man heute Beschäftigungstherapieprogramm. So wie ein Mensch wartet zum Doktor, man legt ihm ein bisschen Journalen, soll er nicht den Kopf in Wand, obwohl heute guckt niemand in die Journale, alle sitzen beim Arzt mit dem Handy. Ja. Niemand braucht mehr den Journal. Jetzt kommt die letzte, Handy. Das ist ja auch quasi ein Ablenkung von Gott, also man soll nur auf Gott fixiert sein. Ich verstehe nicht, überhaupt nicht, warum Menschen kommen überhaupt mit Handy zum Synagogen. Und manche bewundern mir, sie legen die Handy neben den Tfilin und jeden paar Minuten... Nein, sie gucken. Und meine Frage ist, der Mensch ist normal oder süchtig? Nein, süchtig. Suchtig. Und ich kann nicht verstehen, wieso ein Mensch betet mit Gott und er guckt. Was kann sein? Wer kann ihm rufen? Mashiach? Wer ruft ihm an? Wer kann sein so wichtig? Gut, eine Minute noch. Deshalb, Handy hat nicht was zu suchen in die Synagoge. Handy muss man sofort abschalten und konzentrieren und genießen. Ein Glück, dass wir haben 70 Tage im Jahr, wo wir haben Feiertage und Schabbat, wo wir dürfen keine Handy nehmen und nichts gucken und kein Telefon und kein Internet und kein Computer und alle gesunde Sachen. Komm gesund nach Hause.